So, wir sind jetzt auf Koh Phangan angekommen. Werden hier nur bis morgen früh bleiben. Aber wir wollten es auch mal gesehen haben. Und ja. Wir chillen gerade noch im Hostel. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal in diesen Makro Food Service rein. Ich will wissen, was das ist. Marco, was? Ist direkt gegenüber. Genau. Ah ja, und das ist unser Hostel. Diesmal relativ günstig, also günstiger als sonst, sagen wir mal so. Und es ist eigentlich trotzdem genau der gleiche Standard. Das ist unter 10 Euro. Der gleiche Standard wie sonst auch. Ja, genau. Wir haben keine Blumen auf dem Bett, also gleicher Standard. Stimmt, wir haben keine Blumen auf dem Bett, aber dafür ist das Handtuch fancy gefaltet, das muss man schon sagen. Genau, Sachen stehen hier. Am Fernseher, den wir wahrscheinlich wieder nicht benutzen werden. Oh, wir haben einen Kühlschrank. Ist da gratis Wasser drin? Okay, es ist nicht der gleiche Standard. Wir haben kein gratis Wasser drin. Ja, kann man direkt wieder 17 auf den Preis draufrechnen. Ja. Das hat sich ja nicht gelohnt. Genau. Hier ist eine Map von der Insel, wo wir gerade sind. Wir sind ungefähr hier. Ja. Auch da, so. Also im Süden. Und werden auch morgen wieder von hier abfahren. Wir werden also jetzt heute noch mal gucken, was man so hier Kleines vielleicht machen kann. Und noch was essen. Und dann morgen geht's nach Krabi und dann machen wir dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr. Genau. Ansonsten. Ach, schön, diese Klimaanlage da oben. Wow, Wahnsinn, top. So, wir sind jetzt am Beach, yo. Hier seht ihr es schon. Wir haben uns jetzt ein Kajak gemietet. Und hör auf, es zu treten. Wir wollen jetzt dort hinüber, dort auf diese Insel paddeln und dann mal gucken, was da so los ist. Einfach mal ein bisschen chillen und ein bisschen Kajak fahren. Das soll ausgeschildert 15 Minuten dauern. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Wenn ihr Glück habt, kann ich sogar unterwegs ein bisschen filmen. Ja, bis dann. Wenn wir Glück haben, bin ich in Seenot geraten. Das Tretboot gerät in Seenot. Okay, da hinten, ganz da hinten. Könnt ihr Koh Samui sehen? Da waren wir die letzten Tage. Genau, jetzt sind wir auf Koh Phangan. Und jetzt, wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Koh irgendwas. Ja. Genau, wir schnappen uns jetzt hier so ein Ding. Hier ist es auch eigentlich ganz schön. Da ist so eine Schaukel und da ist ein Hund mal wieder. Okay. So, Freunde. Wir sind hier auf dieser kleinen Sandbucht hier angekommen. Und ich habe mir jetzt hier so ein windstilles Örtchen gesucht. Hier ist sehr windig, wirklich extrem windig. Und hier waren nur ein Pärchen, das haben wir leider in ihrer Zweisamkeit gestört. Ihre romantischen Zweisamkeit allein auf einer Sandbank. Tut uns sehr leid, aber wussten wir ja nicht. Und es ist verdammt cool hier. Sehr episch. Hat sich gelohnt. Wir fahren gleich mal wieder zurück, denke ich, weil die Sonne sich dezent dem Horizont entgegenneigt. Und ja, ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Genau. So, Freunde, wir sind wieder im Hostel und wir gehen jetzt noch gegenüber, zumindest mal gucken, zu einem Mai Tai Yo Super Kickbox Shit Fight. Kostet 300 Baht und wir wollen uns das auf jeden Fall mal ansehen. Genau. Auf geht's. Yo, we back on the scene, doing what we do, kid. Putting out some wild shit, out to make you lose it. Don't you get confused, kid. Baby, come on the track, giving you this music. So can we get a clap? Come on, can we get a clap? Can we get a clap? Come on, can we get a clap? Can we get a clap? Come on, can we get a clap? Can we get a clap? Come on, can we get a clap? Can we get a clap? Come on, pardon me for meaning it, beating on your eardrum, giving you something new. I know you wanna hear something, giving me that like yo. That's for real, son. Tracks on the song. Put it rock so hard. Right crack on the track, no fiends, cuts around the sound. You
blood, hands out to fill the food service. Rose above surface with a new found purpose. Y'all lames on some same old shit to sound worthless. Yo, suckers don't wanna start with me. Lyrics be flowing like blood to your arteries. Also, wir spielen hier gerade The Ring nach, yo. So witzig, dass es sich tatsächlich verändert. Aber ich meine, es ist ein Fortschritt. Es ist ein Vorhin hat es nur, hat nur die Taschenlampe geleuchtet. Und selbst das ist gerade ein Fortschritt, was ja nicht passiert. Ich habe das Gefühl, das Bild ist klarer geworden. Also die Taschenlampe läuft hier immer noch. Oh. Sehr mysteriös. Das Witzige ist, ich habe es nicht mal angeschaltet wieder. Ich habe es nur das reingesteckt. Dieses Handy. Wie gesagt, normalerweise müsste ich das Handy ausschalten, wenn man den Akku rausnimmt. Was ich geil fände. Wenn du jetzt richtig creepy den Akku rausnimmst und die Taschenlampe trotzdem weiter leuchtet. Das dachte ich vorhin schon. Aber es ist schon an den Akku. Aber es macht doch inzwischen gar kein Geräusch mehr. Vorhin hat es noch die ganze Zeit ein Geräusch gemacht. Okay. Gucken, wenn ich jetzt anmache, was passiert. Ah, sieh mal, der Bildschirm hat wieder geflackert. Wir waren jetzt gerade bei diesen Thai-Boxen gegenüber von uns, was einfach nur... Das Ding funktioniert auch wieder. Ja, gehe ich auch von aus. Und ich fand es eigentlich für Donald Bart ganz cool. Da war auch noch so ein Fireboy, yo, der so fesche Feuerscheiße im Ring gemacht hat und so. Er hat balanciert, da war ich schon. Ja, das fand ich auch cool. Das er hat schon so und dann gab es noch so zwei, drei Publikumsspielchen. Aber es war ganz. Eins war witzig. Es war nett. Ich fand's cool, eigentlich. Vor allem für den Preis halt. Ja. Vor allem, ich hatte erwartet, dass es größtenteils schon, aber. Die haben sich ja teilweise wirklich richtig. Also, ich finde. Viel zu komisch, da kann man so reden. Du kannst ja zu mir reden. Die haben sich teilweise auf die Fresse gehauen, soll ich dir vorhin schon gesagt? Also, richtig auf die Fresse gehauen. Also, eigentlich haben die sich alle richtig auf die Fresse gehauen, aber teilweise haben die dort auch getroffen. Ja, ich fand's witzig. Es war auch witzig, das hat durchaus einen gewissen Entertainment-Faktor. Von 5 Kämpfen waren aber 3 oder 4 Knockouts. 4 Knockouts, ja. Nein, von 4 Kämpfen waren 3 Knockouts. Wir hatten nur 4 Kämpfe. Aber er hat die ganze Zeit gesagt 5 Kämpfe, oder? Zählt für ihn das Feuer Entertainment als Act und deswegen sagt er immer 5 Sachen, ja. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Naja, egal. Das war's für heute. Morgen geht's nach Krabi, yo.